Ihr wollt wissen, wie das vegetarische, schrägstrich vegane Essen in Disneyland Paris ist? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus dem Disneyland Paris und zum Thema vegetarisch / veganes Essen. Wir sind ja 3 Tage hier mit, oder ich bin 3 Tage hier mit Vicky unterwegs und Vicky ist Vegetarierin und wir nehmen mal das Essen hier unter die Lupe, was es hier Vegetarisches gibt, ob es schmeckt, Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter. Also wir können natürlich nicht jedes Restaurant testen, aber schauen uns ist das auch mal ein Buffet-Restaurant an, was es da gibt und auch die Schnellimmes-Restaurants. Ja. Und wir fangen an mit Pinocchios Restaurant. Wir sind im Pinocchios Restaurant und das ist das erste vegetarische Gericht, der Plant-Based Burger. Mit Pommes für und Getränk für 13,60 € mit Rabatt. Ohne Rabatt wären es 15 € gewesen. Wie schmeckt, berichtet sie gleich. So, dein erstes vegetarisches Essen hier im Disneyland Paris. Genau. Und? Ja, also geschmacklich war es gut. Von der Portion her war es mir persönlich viel zu klein und viel zu teuer dafür. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, den vegetarischen Burger mit ein paar Pommes und einem Getränk, für regulär 15 € und ermäßigt habe ich gezahlt 13,30 €, war das nicht gerechtfertigt. Da kriegt man wahrscheinlich für dieses Geld im direkten Vergleich bei McDonald's mehr und größere Burger. Geschmacklich okay, Preis-Leistung stimmt aber für mich leider nicht. Gucken wir mal, was es sonst noch zu essen gibt genau. In den nächsten Tagen, vegetarisch. Wir sind jetzt hier auf dem Avengers Campus und ja, weiter geht's mit den vegetarischen Optionen und zwar gibt's hier diese Suppe. Ich habe sie bisher nur mit Hähnchen und Shrimps probiert. Hähnchen hat mir besser bisschen geschmeckt als Shrimp, aber wir sind ja wegen vegetarischen hier. Und hier gibt's die Suppe auch mit Smoked Tofu. Kostet 11 €. Also man muss sagen, der Avengers Campus bietet schon viele vegetarische Optionen. Wir sind jetzt hier an dem anderen Food Truck, der direkt gegenüber vom Super Diner ist. Man kann da den Weg lang laufen. Da gibt's die Suppe. Das ist super, da gehen wir gleich auch noch gucken. Und hier gibt's Veggie Hotdog, Crispy Veggie Hotdog für 11 €. Nur. Mit Crispy Onions, Plant-Based, Grated, Nourish, was auch immer das ist, und Vegan Mustard Sauce. Leute, nehmt euch euer Zeug selber mit, ganz ehrlich. Ist schon meine teuer. Güte. Ja, jetzt gucken wir noch beim Super Diner, ob es da was gibt. Möchtest du noch was dazu beitragen zu deinem 11-Euro-Sandwich hier? Ja, möchte ich. Ja, dann. Aber es ist vegan. Ja. Es ist sogar vegan. Das ist richtig. Veganes Classic Reuben Sandwich für 11 €. Plant-based, was auch immer im Minz ist, Sauerkraut. Plant-based Slice Nourish. Das könnte Käse sein, weil auf dem Hotdog ist auch Nourish drauf. Diced Pickles und Vegan Mustard Sauce. Und guck mal, die Tomaten sind auch vegetarisch. Warte, ich muss das Mikro drehen, warte. So, bitteschön. Liebe Community, bitte nehmt euch euer Zeug selber mit. Es kann nicht sein, dass man für 11 € ein veganes Sandwich bekommt, was wahrscheinlich dann so groß ist. Macht euch eure belegte Brote, nehmt euch ein Glas saure Gurken mit, die kann man rausholen, auch in Alufolie packen. Es gibt Möglichkeiten, aber das ist echt crazy überzogen. Meine Meinung. Ja, aber guck mal, die Tomaten sind auch vegan und der Salat. Das macht's nicht besser gerade. Oder vegetarisch. Nächster Stop, Stark Factory. Was gibt's hier Vegetarisches? Einmal die Pestpfanne mit Soße, Napoli, also mit Tomatensauce, kann man so sagen. Ja. Für 13 €. Eine Hyper-Vegan Bowl. Die auch vegan, die kostet nur 8,50 €. Mit Quinoa, Smoked Tofu, Bulgur, Cherry-Tomaten, Zucchini, Karotten, Sesam und Soja-Vinaigrette. Moment, jetzt muss ich wieder das Mikro drehen. Und das Magnum-Eis ist auch vegan. Leute, seid mal nicht böse, aber bitte, das kann es nicht sein, für eine Suppe 13 € zu bezahlen. Nee, das sind Nudeln. Oder für Nudeln, ja. Suppe war 11. Ja, Nudeln, also Instant-Nudeln bei Penny kaufen für 50 oder 1 €, Heißwasser in einer Kanne mitnehmen, drüber gießen, ein paar Sachen reinschnippeln, gut ist. Also ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Verrückte Welt.
Wir sind aktuell auf diesem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wie lange der ist. Ich glaube, bis März, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und hier gibt es einen eigenen veganen Stand mit Suppe. Ja. Butternut-Soup klingt gut. Ja. Vegan Sandwich, Poke Bowl. Ja, das spricht mich eigentlich auch gut. Christmas Lock, was auch immer das ist. Und Chocolate Sponge Cake. Also alles vegan. Kannst du darüber mal gucken? Sieht so aus. Einmal das vegane Sandwich mit, weiß es ich, sieht aus wie Quinoa drin, ne? So ein bisschen. Für 6 Euro. Du sagst dann, ob es geschmeckt hat. Um euch mal zu zeigen, was es hier so bei Jeremy Vegetarisches gibt. Also es gibt ja zwei Menüoptionen und zwar einmal das, es blendet ein bisschen, das Remy-Menü für 40 Euro. Und das Emil-Menü für 55, habt ihr entweder einen Starter und Main Course beim für 40 Euro oder halt einen Starter, Main Course und Dessert für 55 Euro. Und die vegetarischen sind Optionen. Beim Starter gibt es nur eine, da gibt es diesen Mushroom Salad mit Garlic und so weiter. Dann habt ihr hier als Main Course Vegetable Stew with Herby Plant-Based Meatballs, also Fleischbällchen, aber halt auf Pflanzenbasis mit Gemüse. Und Dessert ist jetzt nicht vegan, aber ja. Aber das ist vegan tatsächlich und der Starter ist auch vegan. Ja. Also es gibt verschiedene Zeichen. Es gibt einmal vegan und vegetarisch ist das nur mit dem V. Aber das ist hier das Kindermenü. Ja. Bei den Buffet-Restaurants gibt es eigentlich immer was Vegetarisches. Das hier zum Beispiel ist vegetarisch, also es steht halt unten dran, es ist leider kein Zeichen dran. Also wie im Plaza Gardens. Lachs, gut, das ist jetzt nicht vegetarisch. Die Gnocchi sind vegetarisch mit Pilzen. Das ist einfach Gemüse. Das ist was Neues, das habe ich noch gar nicht gegessen. Was ist das denn? Trüffelcheese, Palato. Ist, glaube ich, auch vegetarisch. Fleisch. Die Nudeln sind vegetarisch, genau. Dann haben wir Chicken. Dann haben wir hier eine. Eine Chestnut, also eine Kastanien, heißt es Kastanien-Maronensuppe, genau so rum. Dann gibt es hier einen Salat mit Tofu und Ananas. Dann kommen wir hier zu den kalten Vorspeisen. Salate natürlich, alles vegetarisch. Da ist Plant-Based Sausage drin, also auch vegetarisch. Schmeckt sogar richtig gut, habe ich schon mal probiert. Salmon, also es steht alles dran, ihr müsst halt ein bisschen lesen. Es gibt leider keine vegetarischen Zeichen. Hier gibt es so leckere Lachsröllchen. Also jetzt nicht für euch, aber für mich. das ist Fleisch. Und da gibt es nochmal Salate, Gurken, wie man sich selbst zusammenstellen kann. Und natürlich ist das Dessert auch vegetarisch. So, Vicky hat sich ihren ersten Teller genommen. Und was sagst du? Sehr fein. Wir haben hier eine Auswahl von Tomaten und verschiedenen Salaten, gebratenem Gemüse. Und so eine Tomaten-Mozzarella-Tasche, ein paar Nüsse, Samen und eine Scheibe Brot. Danke. Teller Nummer 2 für Vicky. Und es gibt einmal diese Trüffel, Käse, Kartoffelsachen, ein paar Röstis, nochmal die Mozzarella-Teigtaschen, waren gut. Die Gnocchi mit Gemüse und ein paar Böhnchen und nochmal ein Salat und die Maronensuppe. Essen im Plaza Gardens als Vegetarierin und? Sehr lecker, gute Auswahl. Warm, kalt, alles war dabei, sogar Suppe. Tolle Auswahl, lecker. All you can eat ist halt immer gut. Und das ist bei tatsächlich in Disneyland Paris immer so, bei den Buffet-Restaurants, dass es immer eigentlich genug vegetarische Optionen gibt. Also nicht nur Pommes oder so, sondern mal was Gesunderes. Richtig. Abwechslung. Richtig. Und vom Preis her im Verhältnis, ihr kennt mich ja mittlerweile, erträglich. Doch, weil man kann natürlich mehrfach zum Buffet rennen. Was haben wir jetzt gezahlt? Mit der 38 mit Rabatt. Mit dem Rabatt, genau. Sonst 45. Inklusive einem Getränk. Super. Ja. Also wie gesagt, die Buffet-Restaurants sind immer super für Vegetarier, eine gute Anlaufstelle. Genau. Ja, und das war das Video zum vegetarischen Essen im Disneyland Paris. Natürlich kann ich jetzt nicht jedes Restaurant euch zeigen. Wir haben euch während den 3 Tagen mitgenommen, wo es was Vegetarisches gab, habe ich es auch abgefilmt. Also es gibt in jedem Buffet-Restaurant was Vegetarisches. Es gibt in den Menürestaurants immer eine vegetarische Option. Natürlich, wenn man es persönlich nicht mag,
ist das ein bisschen blöd. Aber wenn ihr euch vorab darüber informieren wollt, welche vegetarischen Gerichte es gibt, schaut in der Disneyland Paris App oder auf der Webseite von Disneyland Paris nach. Denn da gibt es eine Liste mit allen Restaurants und zu jedem Restaurant, also Table Service und auch Schnellimbiss-Restaurant, gibt es die Menüs online. Auf Englisch und Französisch, aber mit Google Übersetzer könnt ihr euch auf jeden Fall übersetzen. Also schaut da mal rein, falls ihr Sorgen habt, dass ihr als Vegetarier oder Veganer nichts findet. Findest du es war gut, die Auswahl? Ja, war sehr gut. Vor allem jetzt schlussendlich in dem Restaurant, in dem wir gelandet sind. Das Buffet im, wie hieß es? Plaza Gardens. Plaza Gardens. Ja, kostet natürlich etwas, aber man kann eben dank der Option, dass man immer wieder zurück ans Buffet kann, sich die Teller vollknallen. Mein Fazit persönlich für die Sparer vielleicht unter euch, nehmt euch was mit, wenn ihr nicht die Kohle für Restaurants raushauen wollt. Und ich kann es total verstehen, für eine Familie ist es natürlich immer viel Geld, aber man kann super gute vegane und auch vegetarische Sachen zu Hause vorbereiten und mitnehmen. Bollerwagen vollknallen, Rucksäcke vollknallen und gut ist. Haben wir teilweise auch gemacht. Ansonsten gibt es ja was am Bahnhof oder der Supermarkt. Enchant ist eine U-Bahn-Station mit dem RER entfernt. Da müsst ihr nach Val d'Europe fahren. Da ist direkt das Einkaufszentrum und da ist auch der Supermarkt. Und da sonst könnt ihr, falls ihr mit dem Zug kommt oder mit dem Flugzeug, könnt ihr euch auch da eindecken, wenn ihr es zeitlich passt. Genau, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war hilfreich für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!